Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile, liebe Porsche-Freunde. Jetzt greifen wir mal wieder ins oberste Regal. Ja? Wirklich ins oberste Regal. Und zwar steht hier ein Porsche 911 Short Wheelbase aus Baujahr 68, Originalfarbe Silbermetallic, sehr selten. Es gibt von dem Auto, also Innenausstattung ist Leder mit Sitzen, Patina, Lederlenker, Fuchsfelgen. Es gibt ein Wertgutachten über 1,5 bei dem Auto, Wiederbeschaffungswert 280.000 Euro. Der hat 130 PS, der Wagen. Das war zu der Zeit top of the top. Ja, so. Die Restaurierung von dem Auto hat von 2006, eigentlich von 2000, also er hat ihn 2006 gekauft, der jetzige Eigentümer, und hat ihn eigentlich bis letztes Jahr restauriert. Ja. Er hat mir so erzählt, weißt du, irgendwann haben wir die Lackierung gemacht, dann kam die erste Schicht, dann haben wir 6 Monate aushärten lassen. Krass. Krass, oder? Ja. So, nicht 3 Tage später. Dann kam das erstmal Füller, dann das, dann dies. So, und so steht das Auto ist hier wirklich auf höchstem Niveau. Ich lese mal ein bisschen was vor, was es hier gibt. Es gibt ein Fotobuch von dem Auto, von der Restaurierung, wie der Wagen, der kommt also ursprünglich mal aus Amerika. Ein Fünfganggetriebe ist das, kommt aus Kalifornien. Und Neuaufbau von blanker Karosse, also der war wirklich von unten bis unten. Motor, Getriebe, Matching Motor und Getriebe. Und Lackierung, alle Blecharbeiten vom Profi, 300 Stunden Brecharbeiten gemacht. Lackierung 12 Monate, um Schichten auszugleichen, trocken zu lassen und so weiter. Die Lackierung ist jetzt 3 Jahre alt, nur mal so. Unterboden wurde lackiert und mehrfach versiegelt. Reifen sind natürlich neu, akribischer Motoraufbau von Axel von Blittersdorf. Motor komplett auseinander und optimiert, mit hydraulischen Kettenspanner, Vergaser überholt, Getriebe überholt, also alles. Ich will jetzt gar nicht alles vorlesen, das ist viel zu lang. Ich habe hier eine Mappe mit allen Rechnungen von dieser ganzen Restauration, mit diesem tollen Fotobuch. Das muss man eigentlich mal kurz zeigen, warte mal. Das muss ich wirklich mal machen. Wertgutachten hier, wie gesagt, 280.000 Euro. Und das muss man zeigen. So hat er ihn mal in Rot gekriegt. Und dann eben halt alles so dokumentiert, wie es von und am Ende kommt halt das dabei raus. Ne? Also am Ende steht dann so ein Auto da. Also ist alles da. Ich weiß, wollen wir jetzt durchdrehen. So, jetzt gucken wir uns das Auto an. Es sieht einfach also guckt euch die Unterbodenbilder an auf unserer Homepage. Ja? Die sehen aus, der sieht von unten genauso aus wie von oben. Ja? So, also der Zustand. An dem Auto ist alles gemacht, ja, wirklich. Die Dichtung, alles so Kleinigkeiten, die gerne mal vernachlässigt werden. Alles. Alles ist picobello an dem Auto, ja. Wenn ich den Motorraum aufmache, ich mache den schon mal auf. Wir brauchen hier nicht nach Beulen oder Kratzern zu suchen, ja, die gibt es nämlich hier. Also, und das ist halt ein Elfer, also damals gab es nicht T und sonst der Geier, wie die alle hießen, die Autos. Das ist ein 911er. Kurzer Radstand, nochmal kurz für die Leute, die nicht wissen, worum es geht. Die sind halt ein bisschen kürzer, dadurch haben die ein anderes Fahrverhalten und machen richtig Spaß. Das sind die halt richtig teuren Autos, ja. Hier, diesen Kreis haben die F-Modelle alle und hier hinter ist normalerweise noch so 4-5 cm mehr. Könnte man mal zeigen, hier bei dem, guck mal, kann man hier hingehen. Hier sieht man den Kreis unter der Leiste, siehst du das, bei dem Grün hier, der auch wunderschön ist. Und da ist halt hinten noch viel mehr Platz. Und der andere hört hier auf. Ne? Dadurch ist der ganze Wagen kürzer und hat ein anderes Fahrverhalten, andere Straßenlage. Kurvenlage ist sensationell. So, und hier ist dann der überholte Motor drin. Geil. Geil, oder? Ja, sieht richtig gut aus. Also, da kauft sich jemand wirklich High-End. Ja? Also, der kostet natürlich auch richtig viel Geld, der Wagen. Aber Qualität kostet halt Geld, ganz einfach. Und ich bin mir sicher, da gibt es Leute, die an sowas Interesse haben. Ja? Ich habe da steht ein Jaguar E-Type, nur mal kurz. Lustig, war auch mal rot und das ist jetzt auch euer. Das ist auch top of the top. 6-Zylinder, Anthrazit mit Rot. Puh. Also, oder British Racing Grey heißt das, glaube ich. Und egal. Also hier, wir bleiben bei dem, das ist viel wichtiger jetzt. Der andere kommt noch ins Netz. Ein Traum von Auto und egal, wo man reinguckt, ob hinten, vorne oder in den Innenraum, ist immer
der gleiche Zustand, nämlich Zustand 1,5. Also Zustand 1 zu vergeben, das wäre für mich fast auch ein Zustand 1, der Wagen. Aber ich kriege manchmal Gutachten, da steht dann ja Zustand 2 plus. Dann denke ich, so, willst du mich verarschen oder was? Weißt du, so, da stehen dann Karren, wo ich denke, die sind zwar gut, aber nicht 1 plus. Hier, das ist 1 oder 1 plus, 1 minus. Ja, so, also ist alles neu, alles gemacht. So, ich sage euch, und mit so einem Auto am 3. September bei der Hamburger Oldtimer, Youngtimer Spitzeljacht mitzubekommen, wäre natürlich sensationell. Freuen wir uns auf Besuche. Infos dazu gibt es auf unserer Homepage. Ab dem nächsten Newsletter kommt es immer mit raus, das ist ein Werbevideo und so weiter. Dann machen wir, werden hier die Startunterlagen abgeholt bei Wetzel Automobile und dann endet im Goldschätzchen. Gibt es ein tolles Buffet, trifft man viele Menschen mit tollen Autos und kostet eine kleine Startgebühr. Und wir fahren an verschiedene Stationen in Hamburg und Umgebung, wo es tolle Oldtimer gibt und treffen uns am Ende alle im Goldschätzchen. Sensationell. Was für ein cooler Tag. Muss nur das Wetter mitspielen, aber das habe ich schon bestellt. So, das dazu. Anmeldung gerne schon jetzt, immer ran. Also könnt ihr euch schon anmelden. Oder eine Mail schreiben, da gibt es die Infos, wer uns eine Mail schreibt. Jetzt guckt ihr das an, Thomas. So. Ja? Oder? Mega. Mega. Und was ich auch gerade gelernt habe, ganz spannend, die Short Wheelbase haben diesen Türöffner mit dem Knopf. Weil ich hatte nämlich eine Diskussion über einen 912er gerade und er sagte, nee, das kann kein Short Wheelbase sein. Ich so, doch. Dann gucke ich, dann war es tatsächlich keiner. Ja? Also, witzig. Also, hier drin, Pipita-Sitze natürlich so, wie es sein soll. Ja? Alles wie neu. Alles wie neu. Jeder Halter, jede Schraube, jeder Teppich, jede Schiene hier, das ist alles die Innenverkleidung von der Tür, Lenkrad, Hupe, Schaltknüppel, das ist eine ganz seltene Etikette, wurde mir noch gesagt. Hier steht auf dem Tacho jetzt irgendwas mit 600 Kilometern, das ist wahrscheinlich nach der Fertigstellung der Restauration. Ich glaube, also ich habe wirklich schon tolle Autos gehabt, ja, so, und das ist, will ich sagen, ich habe noch nicht so ein gutes Auto gehabt, aber ich habe schon mega tolle Autos gehabt. Der Eigentümer hier hat eine tolle Sammlung, kommt aus Schleswig-Holstein und hat immer so, ich weiß nicht, ob das Leute erinnern, die jetzt das Video gucken oder die meine Videos gucken und meinen Kanal bei YouTube abonniert haben, was ich gerne empfehle jetzt hier auf diesem Wege. Ich habe mal einen 356 Continental verkauft. Continental. Da gibt es 110 Autos von, glaube ich. So, und der Wagen gehörte auch diesem Eigentümer hier. Also, da sprechen wir immer über oberstes Regal. Ja? So. Und jetzt steht der zur Verfügung. Das ist mega. Und ich würde sagen, wir warten nicht mehr lange. Wir fahren den jetzt und genießen mal. Der hängt am Gas, der Motor läuft. Das ist Wahnsinn. Ja? So. Und Wetter ist gut draußen, spielt alles mit. Wir fahren jetzt und legen los. Komm, auf geht's. Geht los. Okay. Luftfeuchtigkeit, deswegen geht das. Also Leute, ich sage euch, das hier ist High-End. Ja? Macht super Spaß, 100% verlässlich, alles gemacht an dem Auto, wird im Kundenauftrag verkauft. Wenn das was sein sollte, nicht lange warten, schnell vorbeikommen, zuschlagen,
und dann kann das Auto vielleicht bei Ihnen in der Garage stehen. Ja? Dankeschön fürs Zuschauen. Ich sende schöne Grüße nach Villingen-Schwenningen. Heißt das so? Du kommst doch daher, ja, ne? Heißt das so? Das heißt so. Also du kommst aus der Gegend, glaube ich, ne? Ja. Aus dem Schwabenland, aber nicht aus Villingen-Schwenningen. Also ich muss dich Stuttgart grüßen heute. HSV spielt heute gegen Stuttgart. Delegation. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei. Warum bin ich bloß HSV-Fan? Ey? Das ist so gemein. Ich muss so leiden, ey. So, jetzt ist gut. Tschüss, Leute, und bleibt gesund und kommt vorbei. Wir sind immer hier, wenn was ist. Wir haben immer alle Getränke da. Tschüss, Wetzel Automobile. Ciao.